Das Erdloch in Thüringen, es wird immer größer. Mehrere tausend Kubikmeter Erde sind bereits weggesackt. Diese Luftaufnahmen zeigen die Katastrophe mitten in einem Wohngebiet. Mehrere Bewohner von Schmalkalden mussten ihre Häuser verlassen. Niemand weiß, wie groß der Hohlraum unter der Erde wirklich ist. Wir wissen nicht, wann dieser Erdfall tatsächlich zur Ruhe kommt. Wir haben immer noch Rissbildungen in den angrenzenden Straßen. Und wir wissen eben nicht, wann wieder was nachrutscht. Und da gehen wir besser auf Nummer sicher. In Thüringen kommt es immer wieder zu Kraterbildungen. Sie werden auf geologische Besonderheiten, aber auch auf den Salzbergbau zurückgeführt. Die genaue Ursache für das Erdloch in Schmalkalden ist noch unklar. Da wird sehr viel spekuliert. Ich möchte mich an den Spekulationen nicht beteiligen, aber ein Geologe, der direkt hier aus Schmalkalden kommt, geht von einer natürlichen Ursache aus. Die abgesackten Massen haben mehrere Starkstromleitungen in der Erde zerrissen und Wasser- und Gasleitungen zerstört. Es wird noch einige Zeit dauern, bis im thüringischen Schmalkalden nach dieser Katastrophe wieder Normalität einkehrt.